Heute gibt's ein kleines, aber feines Sounddesign-Tutorial für Logic Pro. Wir bauen uns einen Feedback-Loop und wenn der fertig ist, soll der ungefähr so klingen. Interesse, wie ich es gemacht habe? Dann bleibt dran. Hallo, ich bin Martin und wenn du zum ersten Mal hier bist auf meinem Kanal, lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Aber diesen Effekt kannst du dir auch in jeder anderen DAW nachbauen. Sounddesign oder solche Effekte wie der Feedback Loop können sich dazu eignen, um Übergänge spannender zu machen oder einen Sound insgesamt, der so ein bisschen langweilig klingt, etwas spannender machen oder sich einfach eigene Sounds zu erstellen. Zum Beispiel für deinen TikTok-Kanal oder wie auch immer. Dafür kann Sounddesign gut sein. Wir machen das jetzt hier mal in diesem Fall, in diesem kleinen Soundbeispiel hier für ein Piano. Das ist ein Yamaha Grand Piano, einfach ein MIDI-Instrument, das ich mir von Logic hier geborgt habe. Trocken, also ohne diesen Feedback-Loop-Effekt, klingt die ganze Sache zunächst mal so. Ist ganz nett, mehr aber auch nicht. Um jetzt diese lang angehaltenen Akkorde hier ein bisschen spannender zu machen, möchte ich jetzt gern mit einem Delay arbeiten oder möchte irgendwie die Übergänge von einem Akkord zum nächsten ein bisschen spannender gestalten. Und das machen wir in diesem Fall jetzt mit einem Delay. Hier ist schon ein kleines Delay drin. Das ist glaube ich, in dem Preset hier schon drin. Das mache ich jetzt raus, das brauchen wir nicht. Zunächst legst du dir einen Send an, einen freien Aux. Der ist hier. Ich nenne das hier schon mal Feedback Loop, FBL, klingt gut. Und jetzt kannst du eigentlich ein Delay nehmen, das du möchtest. Ich mache das in dem Fall mit dem Feedback Loop ganz gern mit dem Tape Delay. Weil du nämlich über dieses Tape Delay, was so ein bisschen abgedrehte Sounds auch einfacher erzeugen kannst. Ja? Ich habe jetzt hier das Tape Delay drin. Das sind die Grundeinstellungen. Und ich fahre mal jetzt den Wet-Regler hoch, dass wir ordentlich was hören davon. Und wir müssen natürlich auch hier den Send anmachen, sonst hören wir auch nichts. Und hören wir mal an, wie das jetzt klingt. Wir haben hier einfach eine Viertelnote oder Viertel punktiert. Lasse ich jetzt mal so. Wie klingt es denn jetzt, wenn wir das Tape-Delay einfach so anlassen und hier das Piano drüber laufen lassen? Ja, vielleicht machst du mal Solo. Ja. Macht den Sound insgesamt schon ein bisschen spannender und klingt so ein bisschen abgedreht, auch durch diese LFO-Filter hier unten. Und zunächst mal möchte ich jetzt vielleicht das nicht ganz so krass haben. Das können wir hier so ein bisschen runterdrehen. Diffuse ist okay. Und ansonsten lasse ich auch alles so. Wir machen vielleicht die Clip-Threshold hier runter. Wenn du dich für dieses Tape-Delay in Logic interessierst, ich habe ein eigenes Tutorial nur über dieses Delay gemacht. Das ist ein grandioses Delay übrigens, war mir vorher auch nicht so bewusst. Mache ich dir unten in die Beschreibung rein. Und jetzt möchten wir natürlich aber noch ein bisschen mehr haben. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen langweilig. Und was du dazu wissen musst, ist, dass diese Feedback-Parameter hier bestimmt, wie viel Wiederholungen du hörst. Also wenn ich jetzt den nach oben schiebe, dann hörst du auch mehr Wiederholungen. Ja, drehst du ihn runter, hast du mehr sowas wie so ein Slap-Delay. Ja, noch kürzer. Okay, ist jetzt auch relativ langsam. Wenn du ein Feedback-Delay über 100% drehst, dann bekommst du einen Feedback-Loop. Man muss aber vorsichtig sein, er kann schnell außer Kontrolle geraten. Ja? So, das mache ich jetzt gleich mal. Und wenn der außer Kontrolle gerät, gerate nicht in Panik, sondern drehe einfach das Feedback wieder zurück. Okay, wir gehen mal hier über 100%. Und dann schaukelt sich dieses Feedback hier massiv auf. Und das ist natürlich jetzt spannend für so eine Geschichte hier. Ja? Das heißt, wir haben so einen endlosen Feedback-Loop, der sich so aufschaukelt. Und den machen wir uns jetzt hierfür zunutze.
Insgesamt klingt mir das Feedback aber noch ein bisschen zu trocken und deswegen machen wir noch einen Hall dahinter. Und für diesen Zweck eignet sich hervorragend das Chroma Reverb. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich vorher hatte. Ja, so kann es gehen. Ich glaube, es war das Spherical. Genau, also das lade ich direkt hier da unter das Tape-Delay in den Kanalzug. Und den Wet-Regler drehen wir runter, weil ich möchte ja meine Delays hier nicht ersäufen, sondern ich möchte nur ein bisschen mehr Räumlichkeit. Und dann machen wir vielleicht so 5-6 Sekunden Decay, also schon ganz schön lang. Hören wir mal jetzt rein, was passiert. Ist gut. Nächste noch. So, das klingt schon ganz spannend. Wenn ich jetzt diesen Feedback-Loop einsetzen möchte, dann muss ich das Feedback automatisieren, weil sonst, hast du ja eben gerade gehört, gerät es mir außer Kontrolle. Und deswegen muss ich hier nochmal eine zusätzliche Spur anlegen, damit ich dieses Feedback-Delay oder diesen Feedback-Loop hier automatisieren kann. Und dazu drücke ich einfach hier in Logic jetzt zumindest auf Ctrl-T. Und dann habe ich hier diese Automationsspur. Und wir können hier einfach dann auf A drücken. Das ist der Tastaturkurzbefehl für Automation. Und jetzt können wir schon anfangen, unseren Feedback-Loop hier einzuzeichnen. Ja? Und ich mache es so, es gibt jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Drehe ich das Feedback jetzt sehr, sehr schnell hoch, dann schaukeln sich eher die Delays auf. Und wenn du möchtest, dass es eher so ein Ambience-Sound ist, dann drehst du das Feedback langsamer hoch. Ja? Das ist so ein bisschen Übungssache, ich muss ein bisschen rumspielen damit. Also ich lasse es mal laufen, lasse es nochmal solo laufen und dann spiele ich so ein bisschen rum, wie schnell ich das Feedback hoch und natürlich wieder zurückdrehe, damit das Delay nicht durchdreht. Das reimt sich sogar, glaube ich. Okay, fangen wir an. Kommt's langsamer, ne? Ne? Also langsamer hochdrehen, dann nimmst du die Delays nicht so mit, also die Wiederholungen, eher Ambience-Effekt, eher räumlicher Effekt und schneller hochdrehen, dann nimmst du das Delay noch mit und kannst sie so ein bisschen wabern lassen. Ich probiere es jetzt mal aufzunehmen, damit wir das hier gleich reinschreiben können und ich versuche mal mein Glück, vielleicht muss ich es 2-3 Mal probieren, bis das sauber kommt oder vielleicht gerät mir das Delay auch unter Kontrolle, da probiere ich jetzt einfach so ein bisschen rum. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Lassen wir mal die ganze Band nochmal spielen. Dazu muss ich natürlich hier unten noch auf Latch gehen, ja, sonst passiert nichts. Und das ist jetzt hier mein Aufnahmemodus für die Automation. Und versuchen wir es mal. Okay, ne, hier, jetzt will ich drauf zeigen, kannst du gar nicht sehen. Also hier beim dritten Mal bin ich ein bisschen zu weit hochgegangen. Aber das ist nicht schlimm, das war jetzt schon ganz gut. Das können wir kontrollieren über eine Volume-Automation. Das heißt, wir können ja die Lautstärke von dem Feedback-Loop dann jetzt nochmal kontrollieren. Was du nicht machen solltest, ist jetzt aber einfach hier das über eine Volume-Automation, über eine zusätzliche einzuzeichnen. Denn was dann passiert ist, dass du ja das Reverb auch leiser machst und dadurch kommt der Effekt nicht mehr so gut rüber. Was du als Trick machen kannst, um das zu umgehen, ist einfach ein Gain-Plugin einzusetzen. Und zwar vor dem Reverb, nach dem Tape-Delay vor dem Reverb. Und jetzt kann ich kontrollieren, wenn es mir hier durch die Decke geht, kann ich hier mit diesem Gain so ein bisschen dagegen arbeiten. Ja? Das mache ich jetzt mal. Das war echt ganz gut bis auf hier, aber probieren wir mal.
Ja, also mit dieser Automation, mit dieser Gain-Automation kannst du hier so ein bisschen dagegen arbeiten und das ist sehr effektiv. Apropos effektiv, wenn du effektiver in Logic Pro arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere coole Tipps für Logic, wie du in Logic schneller und effektiver arbeiten kannst. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Jetzt interessiert mich aber noch deine Meinung zu diesem Effekt. Hat er dir gut gefallen? Hat es dir weitergeholfen oder weißt du sogar noch einen besseren? Oder möchtest du sogar noch mehr Sounddesign-Tutorials, dann schreib mir das bitte unten in die Kommentare, dann werde ich davon noch mehr machen. Wenn dir es gefallen hat, freue ich mich natürlich auf einen Daumen nach oben oder auf einen neuen Abonnenten und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann!